ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Beim letzten Mal haben wir die unglaublich tolle Adlerprüfung gemacht, sind dabei 13 Mal gestorben und haben hinterher uns noch toll wie ein Affe durch die Luft geschwungen. Mal gucken, was uns heute auf dem Weg in die verborgene Stadt so erwartet. Verborgene Stadt. Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden. Die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Ich hoffe, das ist kein lebendiges Tier. Oh, ein Alpaka. Hallo. Oder was? Ein Lama? Sieht so alle gleich aus. Hallo, ihr Süßen. Hallo, hallo, hallo. Lauter süße Tierchen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was seid ihr eigentlich? Bombard? Erdratten? Hallo? Benzin ist voll. Mein Gott, wir sammeln Zeug und benutzen es nie. Was sagt das über mich aus? Was ich das hier zu leicht eingestellt habe? Meiner Meinung nach liegt die Herausforderung bei dem Spiel nicht im Kampf, sondern in den Rätseln. Und die sind passenswerterweise unabhängig von der Schwierigkeitseinstellung immer sehr schwer. Was erwartet das Spiel jetzt von mir? Solche Tiere jagen oder was? So, das sieht erstmal noch nicht aus wie eine verborgene Stadt, eher wie ein verborgenes Dorf. Immer machen wir alles kaputt. Fehlende Ausrüstung. Da fehlt uns wohl die Seilwinde, die wir noch aus Rise of the Tomb Raider kennen. Das war schon ein geiles Gerät. Quack, quack. Fehlende Ausrüstung, ja, ja. Ich muss sagen, abgesehen vom Wasser jetzt gerade, fühle ich mich so ein bisschen an die vergessene Stadt bei Deep 1 erinnert. Tatsächlich. Das waren ja auch so längst verlassene Häuser, die waren allerdings eher unterirdisch und von lauter Lavaseen umgeben. Das war auch ein ganz schickes Setting. Auch wenn die in dem herfliegenden Feuerteufel so ein bisschen nervig waren. Oh, was war das denn? Vogel mit gelben Schwanz. Bitte nicht. Das sind doch liebe Fuchsis. Man kann doch keine Füchse bekämpfen. Das geht doch nicht. Ja.
Füchse sind doch Fluchttiere. Das sind doch. Die jagen doch keine Menschen. Das heißt keine Menschen. Das ist doch was nicht. Dann guck mal kurz ins Haus hier rein. Da gehen wir nicht. Oder? Der peruanische Riesenfuchs oder was? Ich weiß, dass ihr hier seid. Kommt, Füchsis, kommt. Das Spiel sagt, ihr sollt euch bekämpfen. Vater aktualisiert Geheimnisse entdeckt. Den Füchsen sagt mir das Spiel jetzt hier gar nichts. Bisschen nett. Was ist so ein wunderschönes Fuchstier erleben? Das geht doch nicht. Was soll dein Nix? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Frage. Also wir haben jetzt hier zwar Geheimnis irgendwie entdeckt. So ein bisschen was mitnehmen. Das soll ein Wolf gewesen sein? Das war ein Fuchs. Schwarzmähnenwolf. Und dann. Okay. Ich schwimme mal zurück. Auch wenn ich der Meinung bin, ich habe da drüben eigentlich alles erkundet, aber manchmal. Manchmal ist der Triggerpunkt ja so klein, dass man sich gar nicht mehr warnen. Oh, da gibt es immer einen. Aber. Ich komme mal eben rein. So viele Geheimnisse. Hallo? Steckt in der Stinkfalle. Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein!
Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Herr Butzul! Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscher. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt darüber freuen soll oder besorgt sein sollte. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Dir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still.
Oh Gott. Das ist unglaublich. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Ätzli, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Was sich an Rise of the Tomb Raider erinnert, den Trick mit der Stadt haben sie schon mal gemacht. Inmitten von Sibirien. Wie du siehst, bleiben Geheimnisse in Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Mach dir darüber keine Sorgen. War Vater in meinem Alter ein Speer? Er war ein Jäger. War er grausam? Wenn es sein musste. Aber er war auch sehr gütig. Guck mal so ein bisschen hinter der Königin. Uns sag ich, finde die Stadt gerade ziemlich cool. Gefällt mir. Dann kann ich hier einziehen. Okay, mit den Typen, da können wir uns unterhalten. Ja. Sieh dich um, ja, wenn du willst. Hallo, ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von X-Chell zu suchen. Mhm. Alles klar, machen wir. Mit dem Typen unterhalten wir uns aber auch erst in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Shadow of the Tomb Raider wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.